Wir sind hier in unserem Hangar, der, wie Sie sehen, voller Kunst ist und dafür da, dass unsere Kunden ihre Flugzeuge sicher hier einstellen können und den Komfort haben für eine möglicherweise gute Übernachtung. Wissen Sie, die Flugzeuge sind hier bestens aufgehoben und an einem sicheren Ort. Sicherheit hat natürlich immer eine direkte Verbindung in unseren Seelen auch mit den Bergen. Und selbstverständlich gibt es keinen sicheren Ort wie im Innern eines Berges. Über uns haben wir ca. 800 Meter purem Fels. Wir sind wie in einem Gebäude, einfach unter Fels, also man kann sagen ein U-Boot unter Fels. Vollkommen autark und während Wochen kann man hier sein, ohne dass irgendwas von außen uns versorgt. Wir haben Strom, wir haben Wasser, wir haben Heizung, wir haben Luft. Das ist alles vorhanden. Wir können selbst hier überleben, wenn es eine atomare Verseuchung geben würde aufgrund eines Kernvorfalls. Also der Standort ist glaube ich, sicher. Das sind jeweils 1-Tonnen-Türen, die diese Segmentierung machen. Das ist einerseits Teil des Brandschutzes, aber auch Teil der Sicherheit. Dann hier das Herz von Mount Ten mit zwei Kopien, die wir halten. Eine ist im Swissphonox 1, das ist Swissphonox 2, da wird dann abends wird dann überspielt. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann ist die Zweithaltung von Daten von 40.000 Servern, ja, in 30 Ländern. Der Unternehmer hat mehrere Schichten. Er hat, die Familie ist für ihn wahrscheinlich das Allerheiligste und dann kommt die Firma. Und bei der Firma ist der Datenteil das Allerheiligste. Hier drin sind, ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich Festplatten im 200, 300, 400, 500 Euro Bereich. Wenigstens solange es diese Daten beim Kunden noch gibt. Wenn er sie nicht mehr hat, dann ändert sich die Situation sehr schnell. Ja. Dann reden wir hier nicht mehr von 500 Euro, sondern vielleicht von 500 Millionen. Und dann wird das auf einen Schlag sehr wertvoll. Und wir behandeln es halt wie 500 Millionen, nicht wie 500 Euro. Das ist der Grund, warum man hier auf Sicherheit einen so hohen Wert legt. Ja.